Naja, die macht nicht so viel Schaden. War nicht so gut jetzt. Cheddar ist dran, ja. Klar, trefft er noch besser, ne? Seid sauer. Ich brenne mich jetzt da wieder durch. Das schaffe ich zwar nicht ganz, aber hey, ist doch egal. Weg mit mir, damit er mich nicht trifft, wenn er eine Granate reinschmeißt. So. Das war's für Karl. Gute Nacht. Ach ja. So. Ich habe schon den Luftangriff so. Ah, der nützt mir jetzt nichts. Komm, ich will was anderes. Ich weiß ehrlich nicht, was ich machen soll. Ich habe eigentlich gar keinen Plan. Mach einfach mal was Sinnbefreites. Hör auf, hör auf! Das war total sinnlos jetzt. Ich hätte fast meinen Typen angefackelt. Es ist Zeit für Löcher. Ja, welche Löcher? So, also der sprengt mir jetzt den Weg frei. Bestimmt. Was anderes kann er eigentlich gar nicht machen. Was machst du? Na komm, spring in die Mine rein. Zünd die Mine. Ja, gut. Das finde ich relativ nett von dir, denn ich kann jetzt meine heilige Handgranate da reinwerfen. Ja, haha. Oh ja. Oh ja. Oh ja. So. Heilige Handgranate. La. Epic Fail. Epic Fail. Na toll. Zu weit geworfen. Ich könnte so kotzen. Da habe ich so eine Chance und verkack's. Es darf nicht sein. Ja, komm. Der hat viel zu viele. Das schaffe ich einfach nicht. Oh, der hat seinen eigenen Typen angeballert. Das finde ich gut. Noch 2 HP. Ja, genau. Lebt doch mit einem HP am besten noch. Oder 0,5. Jetzt muss aber der Luftschlag rein, weil der ist natürlich jetzt dann doch, glaube ich, gar nicht schlecht für da. Ja, Hauptsache, die gehen alle vorher schon kaputt. Bumm. Ja, genau. Leben jetzt beide noch da unten, oder wie? Shit. Eine Kacke, ey. Danke. Was mache ich jetzt am dümmsten? Jetpack. So. Ja, flieg da rein, sehr schön. Wenn du jetzt stirbst, dann ist der andere auch tot, der komische und der, ja, sind alle tot. Das war gut. Ja, die müssten eigentlich alle weg sein. 1, 2, 3, 4 Kills. Das waren 4 Kills auf einmal. Ja, wie geil ist das denn? Wie viele Gräber da unten rumliegen? 5 Stück, glaube ich. Das war gut, echt gut. Nein! Das war nicht gut. Aber ich habe jetzt noch eine Chance, das für mich zu entscheiden. Ich gucke jetzt erstmal, was hier so abgeht. Hüpf. Habe ich noch mein Superscharf? Ja. Ich denke mal, das werde ich jetzt auch gleich zünden. Rums. Ja, der ist auf jeden Fall tot. Oha, die. LOL! Was war das denn? Warum ist der in die Mine geflogen? Oh, epic!
Der eine ist auf einmal ins Feuer. Oh, wie geil. Auf einmal wieder zwei tot. Das war doch richtig gut. Ja, weil der Schimmlich da oben, der ist auch gleich weg. 7 HP noch. Aber das, warum ist der da ins Feuer gefallen? Ich habe doch gar nichts mit dem gemacht. Das verstehe ich irgendwie nicht. Na, ist ja eigentlich auch egal. Hauptsache, es ist passiert. Aber das war schon gut. Das muss ich schon sagen. Und ich würde sagen, wir genehmigen uns jetzt mal ein bisschen Spaß und machen was Besonderes mit dem. Was hätte ich denn Besonderes? Kann ich den mal loslassen? Ja, ich glaube, der ist... Nein, Epic Fail. Das war jetzt nicht so gut. Hat gar nichts gebracht. Das war... Ich hätte das nicht tun sollen. Ich hätte einfach nur eine Granate werfen sollen. Weil der tötet jetzt auf jeden Fall einen von mir. Wahrscheinlich den da oben. Aber egal, ich habe trotzdem gewonnen, weil ich habe noch zwei Typen und die kann er nicht beide in einem Zug killen. Oh Mann. Da muss ich jetzt aber wirklich mein Bestes geben. Nicht, dass ich nachher wieder verkacke. Das wäre echt peinlich, nach den schönen Kills, die ich da teilweise gemacht habe. Jetzt nochmal zu verkacken, das wäre nicht gut. So. Oh, keine Ahnung. So, das war's. Ich habe gewonnen. Sehr schön. Das freut mich doch. Das freut mich doch. Ja, komm, spreng dich. Haben wir's hinter uns. So. Nummer 26 geschafft. Soll ich jetzt gleich weitermachen oder... Ich mache eine kurze Unterbrechung. Wir sehen uns gleich direkt hier wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Hab mir nur eben was zu trinken geholt. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten Level. So, sammle alle Gegenstände ein und erreiche vor Ablauf der vorgegebenen Zeit den Ausgang. What the fuck? Was habe ich denn hier zur Auswahl? Ich habe einen Luftdruckbohrer und einen Stahlträger. Aha. Was soll mir das jetzt sagen? Das ist wieder so ein Rätsel. Ja. Moment. Ich glaube, ich bin ein bisschen blöd. Was soll ich mit diesem... Was haben wir jetzt hier? Ich habe einen Fallschirm. Nehmen wir den mal. Hups. Nein. Ah, okay. Ich weiß, wofür ich den brauche. Ich muss vorher den Stahlträger mir hinsetzen. Das ist, ganz klar. Hüpf. Sehr schön. Fallschirm hätte ich schon mal. So. Sorry. So. Stahlträger. Ich hab keinen Plan hierhin. Dann kann ich nämlich nachher darüber gehen. Ja komm, stinkig, du bist doch so ein Sacklutscher. Lass auch mal was machen. Ja, jetzt mach doch das einfach weg hier. Ich will einfach eigentlich gar nichts haben, so. Hüpf. Hüpf. Oh shit. Ich möchte wissen, was in der Kiste drin ist. Hoffentlich komme ich dahin, ohne runterzufallen. Ja, ist gut. Da muss ich mich da reinbohren, das kann natürlich auch sein. Für was habe ich sonst den da? Ich versuch's einfach mal. Das war zu weit, das war zu weit. Was mache ich nur? Hüpf. Ja, komm.
So nicht. So brauchen wir das gar nicht starten hier. Ja. Hüpf. Hüpf. So. Der setzt doch eh wieder nur aus. Ja, komm, mach ein bisschen schneller. Danke. Lass mich jetzt machen hier. Ja, so. Das haben wir schon mal. Dann setze ich mir wieder meinen Stahlträger. Ungefähr dahin. Dann springe ich danach wieder rüber und lasse einfach die blöde Kiste aus, weil ich weiß echt nicht, wie ich da hinkommen soll. So. Hüps. Und hüpf. Ah, shit, ey. Oder ich setze mir den Stahlträger. Ja, ich habe eine bessere Idee, glaube ich. Einfach direkt unter die Kiste. Dann springe ich da mit einem Mal runter und sollte eigentlich funzen. Dann teste ich gleich mal aus. Vorausgesetzt, ich komme dann wieder hoch. Und vielleicht ist in der Kiste ja ein Jetpack drin. Das müsste man halt wissen. So. Also. Einen Fallschirm. Nehmen wir mal den Stahlträger und klatschen ihn. Ja, genau. Es geht schon mal nicht, okay? Hier hin oder wo? Es tut mir leid, ich habe echt keinen Plan, wie ich das angehen soll. Was soll dieser Magnet da? Was bringt mir der? Eigentlich gar nichts. Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit. Hüpf. So. Ich komme aber trotzdem nicht an die Kiste ran dann. Und ich komme auch nicht auf dieses andere Ding, weil ich zu weit weg bin. Oh, was mache ich denn jetzt? So. Lass uns mal gucken. Was war da drin? Ein Elektromagnet. Oh Gott, das wird mir echt zu hoch. So, was ist hier drin? Stahlträger. Setzen wir nochmal dahin, dass wir da hochspringen können nachher. Aber was soll ich mit dem Magneten? Das verstehe ich jetzt echt nicht. Vielleicht brauche ich die gar nicht und das ist alles nur zum Verwirren. Das hoffe ich ja einfach mal. Ich bin eh gleich bei dem Stinkig da. Ninja-Seil. Oh Gott, oh Gott. Komm, ich tu mir zur Sicherheit. Ne, ich kann eigentlich gar nichts mehr machen. Ha, was mache ich denn jetzt? Die Zeit läuft ab. Na, puh. Ja, da war ich jetzt zu langsam. Ich habe ja nicht bedacht, dass ich auch ein Zeitlimit habe. Aber jetzt weiß ich ja ungefähr, wie ich das anstellen muss. Ich muss einfach nur gut springen. Hüpf. So zum Beispiel. Für was brauche ich jetzt den Fallschirm? Habe ich immer noch nicht verstanden. So. Komm.